Hallo ihr Lieben, heute geht es mal um das Thema Aquarium-Neueinrichtung. Und zwar habe ich vor kurzem ein Aquarium eingerichtet. Ja, hier seht ihr die Pflanzen, die ich bestellt habe. Die sind leider vor dem Aquarium gekommen. Und zwar hatte das den Hintergrund, dass ich ein Aquarium online bestellt habe. Ich wollte gerne so ein Weißglas-Aquarium haben, weil ich das schöner finde als die anderen. Ja, und dann habe ich 2 Wochen auf das Aquarium gewartet und ja, das ist dann verschollen und nie angekommen. Wir haben das Geld zurückbekommen und dann habe ich nochmal neu bestellt. Dann war das Thema das gleiche. Es kam die ganze Zeit nicht an. Es hat auch wieder 2 Wochen gedauert. Also habe ich insgesamt 1 Monat auf ein Aquarium gewartet. Ja, und das zweite kam dann an. Wir haben das Paket angehoben und es war in 1000 Teilen. Also das stand auch nicht Vorsicht Glas drauf. Und ja, das war's dann mit dem Weißglas-Aquarium. Und ich musste mir dann schnell was überlegen, da ja die Wasserpflanzen schon angekommen waren. Und ich habe die Wasserpflanzen dann erstmal in einen Eimer gepackt und 2 Tage bewässert, immer besprüht, damit sie halt feucht bleiben. Und bin dann losgefahren und habe ein Aquarium in einem Baumarkt besorgt. Zwar kein Weißglas-Aquarium, aber auch ein ganz schönes. Ja, und hier seht ihr, steht das Aquarium auf einer Yogamatte und wir schneiden das zurecht, denn wir haben die Yogamatte als Unterlage für das Aquarium dann genutzt. Und hier seht ihr, habe ich auf die Hinterseite Butterbrotpapier geklebt. Und zwar wollte ich so einen Milchglaseffekt haben. Und ich finde, das ist ganz gut gelungen. Ja, und dann habe ich erstmal Teicherde eingefüllt. Ich mache das Ganze ja so in Richtung Diana Wallstedt, die Methode. Nicht ganz so, aber eben die Erde ist halt Teil dieser Methode. Und da habe ich 4 cm Teicherde genommen als erste Schicht und dann 4 cm Kies. Dann habe ich angefangen, das Hardscape einzubauen. Hardscape wird das ja heutzutage genannt, das kommt ja aus dem Aquascaping und eben die Steine, Wurzeln, alles was halt so hartes Material ist, habe ich dann als erstes eingesetzt und das wird halt Hardscape genannt. Ihr seht hier, ich habe verschiedene Wurzeln und Steine genommen und die erstmal so hingesetzt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, dann habe ich noch eine Schicht ganz feinen Kies genommen, der so heller ist, der so ein bisschen Sandoptik bringen soll. Und dann ging es los mit den Pflanzen und auch den Filter habe ich hier in der Ecke schon eingebaut und die Wasserpflanzen dann nach und nach eingesetzt. Ich habe erst gedacht, ich mache das mit einer Pinzette mit den Pflanzen, aber irgendwie habe ich es besser mit der Hand hinbekommen. Also ich habe die dann nicht genutzt. Ja, hier habe ich eine Wurzel angebunden an eine Wurzel, die unten ist. Und die Wurzel, die unten ist, da ist ein Stein dran. Das heißt, die kann nicht hochschwimmen. Ja, hier sind dann noch mehr Pflanzen dazugekommen. Und ja, dann habe ich einen Teller hingelegt. Und zwar aus dem Grund, weil ich das Wasser eingießen wollte und möglichst nicht so viel aufwirbeln wollte. Und den Kies habe ich vorher richtig gut gewaschen, also dass dann nur noch klares Wasser kam. Ja, hier ist es schon fast halb voll. Und so sah es am ersten Tag aus. Ihr seht noch diese Luftbläschen an der Scheibe. Und den Filter, der Filter ist hinten links, den habe ich so ganz gut versteckt mit der Wurzel und einer Pflanze. Das finde ich ganz schön, wenn das natürlicher aussieht und man den Filter nicht so direkt sieht.
Als Lampe habe ich eine Aquarium-LED-Lampe mit 32 Watt gewählt und die ist einfach aufgesetzt oben. Dann habe ich überlegt, dass ich vielleicht ein paar Schwimmpflanzen noch für das Aquarium nutzen kann. Die habe ich aus dem Teich geholt, habe die erstmal richtig gut gereinigt und dann ins Aquarium reingesetzt. Das hier ist der Büschelfarn. Der hat sich auch im Teich richtig gut vermehrt, sodass ich ein paar Pflänzchen für das Aquarium nehmen kann. Und ich finde, es sieht total schön aus, diese Wurzeln. Hat was total Natürliches. Ja, und dann habe ich EM genutzt, also effektive Mikroorganismen. Die gibt es nämlich auch für Teich und Aquarium. Das heißt EM-Gewässer. Und weil wir draußen bei den Gemüsepflanzen sehr gute Erfahrungen mit EM gemacht haben, habe ich gedacht, ich setze es im Aquarium ein. Ja, und dann kam noch der Froschmaulzapfen. Ist einfach ein kleines Deko-Element und den habe ich dann auch noch reingesetzt. Ja, dann vielen Dank fürs Anschauen. Ich werde jetzt erstmal 2 Wochen warten mit der Einverphase. Also jetzt ist die Einverphase und dann kommen die ersten Mitbewohner. Ich werde auf jeden Fall berichten und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ich wünsche euch alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss!